Moin Leute, als ich heute Morgen aufgewacht bin und den Cybertruck von Tesla gesehen habe, bin ich erstmal so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Also, ich muss ja sagen, das Design ist einfach mal was anderes, aber auf der anderen Seite muss ich mich gleichzeitig fragen, ob Tesla das wirklich ernst meinen. Meine Gedanken zu diesem Auto, die Zahlen und Fakten, die wir bis jetzt wissen, einmal in diesem Video. Und ja, also ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, ich blende euch hier mal so ein paar Bilder ein. Das sieht natürlich einfach wie aus einem Science-Fiction-Hollywood-Film aus, aber nach nichts, was wirklich ja in 2 Jahren auf den Straßen unterwegs ist. Also klar, es ist ein Pickup-Truck, der hat hinten eine Ladefläche, auch wenn man das von der Seite gar nicht so sieht. Und daher wahrscheinlich auch eher gar nicht so für den europäischen Markt gedacht, sondern eher für den amerikanischen, wo natürlich Pickup-Trucks natürlich immer noch absolute Verkaufsschlager sind. Und da macht es schon Sinn, dass Tesla da natürlich ein Auto entwickelt. Aber was ich mich halt einfach bei diesem Auto frage, ist, ob Tesla es einfach ernst meint oder ob das ein Scherz ist. Weil das Design erinnert an kein anderes Modell von Tesla. Ich meine, Model S hat so ein bisschen das Design vorgegeben mit der Schnauze, die halt vorne sehr geschlossen ist und auch das Lichtdesign. Jetzt mit dem Model 3 wurde es nochmal ein bisschen verfeinert. Und ja, auch der Roadster, der vorgestellt wurde, der hat deutlich das Tesla-Gesicht. Beim Cybertruck ist das also komplett anders. Es ist ein komplett anderes Auto. Und wie gesagt, also andere Autohersteller würden sowas als Konzept vielleicht vorstellen. So ein bisschen erinnert mich der Wagen an das Konzept, was vom BMW vorgestellt wurde. Wie hieß der nochmal? Da ist er. Vision M Next heißt der. An den hat mich der so ein bisschen erinnert, der Cybertruck, aber da hat ja BMW gesagt, also es ist ein Konzeptauto und kein Serienauto. Und wirklich, als ich das erste Mal dieses Auto jetzt heute Morgen gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, die haben da irgendwie schnell was zusammengebastelt, auf die Bühne geschoben und dann hat Elon Musk da seine Show gemacht. Da ist so ein bisschen was schief gelaufen, wobei selbst da seine Reaktion war, fand ich fast so, als wenn er damit gerechnet hat. Die haben nämlich das Auto getestet und haben eine Stahlkugel gegen die Fensterscheibe geschmissen und die Fensterscheibe ist ja, kaputt gegangen. Und das war, glaube ich, nicht die Reaktion, mit der sie gerechnet haben, weil sie diesen Wagen halt auch als absolut quasi Apokalypse-Auto verkaufen. Da kannst du mit dem Hammer gegen die Außenhaut schlagen und da passiert nichts, weil das 30-fach kaltgewalzter Edelstahl ist, der halt ultra hart ist. Also der geht nicht kaputt, der Wagen quasi. Wo ich halt auch ein paar Sicherheitsbedenken einfach hätte, weil wenn der nicht kaputt zu bekommen ist, wie macht man da eine Knautschzone? In einem Unfall, wenn die Scheiben nicht wie in der Präsentation tatsächlich nicht kaputt gehen würden beim Unfall, wie würde die Feuerwehr einen Zugriff dann überhaupt zum Innenraum bekommen, wenn das Auto einfach nicht kaputtbar ist? Also es gibt ja einfach gewisse absichtliche Schwachstellen bei Autos, damit man halt in einem Unfall immer an dieses Auto rankommt. Bei dem Auto scheint mir das so zu sein, dass einfach wirklich es einfach keine Möglichkeit gibt, da reinzukommen und das auch wirklich gewollt ist. Also ein paar Sicherheitsaspekte hätte ich da auf jeden Fall, wo ich sagen würde, okay, das ist ein bisschen strange und ob das wirklich so homogenisiert wird für den Straßenverkehr, finde ich fraglich. Ja, und deswegen hatte ich halt gedacht, so, okay, das ist ein Scherz. Momentan ist die LA Motor Show in Los Angeles, wo ich auch am letzten Wochenende war, um da den Ford Mustang Mach-E zu sehen. Und wahrscheinlich hatte Tesla jetzt aktuell kein neues Auto. Model Y wurde schon vorgestellt, der Roadster 2 wurde vorgestellt und der Pickup-Truck bin ich mir ziemlich sicher, dass er kommen wird. Aber vielleicht ist Tesla noch nicht so weit, das finale Design zu zeigen und haben einfach ja ein Auto zusammengeschraubt, auf die Bühne geschoben und dann präsentiert. Aber das ist halt null funktionstüchtig, so dachte ich zumindest. Ich habe halt einfach gedacht, es wäre ein riesen Marketingstreich von Tesla, was man ja gewohnt ist letztendlich von denen. Also Elon Musk ist ein absolutes Marketing-Genie und wahrscheinlich wollten sie einfach den Buzz so ein bisschen von den anderen Autos, die vorgestellt wurden. Es wurden ja viele SUVs vorgestellt, einfach mal wieder ein bisschen auf Tesla ziehen. Das wäre wirklich super, super genial gewesen. Aber dann, wenn man mal genauer guckt im Internet, man findet tatsächlich Passenger Rides, also wo Leute mit diesem Wagen fahren. Also das ist nicht nur einfach ein Gerüst, was da steht und ein Konzeptauto, sondern dieses Auto fährt tatsächlich schon. Und ich weiß nicht, ob Tesla diesen Aufwand betrieben hätte für einen Marketingstreich. Das wäre tatsächlich sehr, sehr krass und einer der verrücktesten Marketingstreiche überhaupt.
bin einfach, ich kann es nicht sagen. Also ich finde es verrückt, wenn das Design kommen sollte. Es spricht mich persönlich nicht an. Ich hätte da lieber einfach das Tesla-Design gesehen. Auch, dass dann noch ein Quad auf die Bühne gefahren ist, voll elektrisch, finde ich cool, dass sowas kommt. Aber dass Tesla daran auch noch arbeitet, also was machen die noch alles? Das finde ich wirklich sehr, sehr abgefahren. Mit dem Quad sind sie dann auf die Ladefläche hinten raufgefahren. Und Elon Musk meinte dann auch noch, dass man das Quad quasi auf der Ladefläche dann laden könnte. Ja, so viel also dazu zu meinen Spekulationen, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist. Es kann durchaus sein, dass dieser Wagen tatsächlich so auf der Straße rollen wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Man kann den Wagen bestellen oder vorreservieren. Was allerdings auffällt, man muss bei der Vorbestellung nur 100 Euro anzahlen. Beim Model Y sind es 2000 Euro, beim Model 3 waren es glaube ich auch 2000 Euro. Von daher, da ist so eine kleine Diskrepanz zu den anderen Modellen, die man davor bestellen konnte. Und vielleicht macht das Tesla, weil sie früher oder später halt noch das richtige Design dann eben vorstellen werden. Und sie deswegen halt noch nicht die volle Summe als Anzahlung annehmen wollten, weil es sich halt noch so viel ändern wird. Ich finde es krass, ich weiß nicht, sagt mal eure Meinung dazu, wie ihr das seht. Glaubt ihr wirklich, dass dieser Wagen so auf den Markt kommt? Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Die Zahlen, die sonst zu dem Wagen vorgestellt wurden, sind natürlich auch wieder absolut absurd. Es gibt eine Version, ich komme gleich nochmal genauer zu den Zahlen, aber es gibt eine Version, die Top-Version, die hat drei Motoren. Die wird quasi dann wahrscheinlich den Plate-Antriebsstrang haben, der dann auch bald im Model S hoffentlich verfügbar sein wird, mit drei Motoren. So wie ich das jetzt verstanden habe, einer vorne und zwei hinten. Dieser Wagen, der ja nun wahrscheinlich auch ziemlich schwer sein wird durch dieses ganze Edelstahl und so weiter und so fort, soll nach Tesla in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen können. Das ist absolut krank. 2,9 Sekunden, das hast du in kaum einem Sportwagen heutzutage. Wirklich wahnsinnig, klar, bis 200 würde er dann deutlich abfallen. Aber das ist eine Beschleunigung, die ist wirklich absurd. Und da bin ich sehr gespannt, was der Plate-Antriebsstrang dann tatsächlich auch im Model S machen wird, wenn der da kommt. Weil Model S tendenziell ein bisschen windschnittiger, ein bisschen leichter. Da können wir, denke ich, sehr, sehr, sehr gespannt drauf sein. Wann der Antriebsstrang kommen wird, weiß ich nicht. Anfang dieses Jahres ist ja erst das Raven-Modell rausgekommen. Jetzt aber einmal die genauen Daten, so wie sie halt auch schon auf der Webseite präsentiert werden. Der Wagen wird in der Basisversion tatsächlich ziemlich günstig sein mit 39.900 in der Basisversion. Das ist schon sehr günstig für so ein Auto. Aber auch die Reichweite ist okay für so ein Auto, 400 Kilometer. Und er könnte 3,5 Tonnen Anhängerlast ziehen, was auch schon sehr, sehr viel ist. Die Beschleunigung von 0 auf 100 bei der Version 6,5 Sekunden. Dann gibt es eine zweite Stufe, die hat dann zwei Motoren. Die Version eben hat nur Heckantrieb. Bei der Version mit zwei Motoren, da muss eine größere Batterie verbaut sein, weil die schafft dann 480 Kilometer trotz der zwei Motoren. Die kann dann 4,5 Tonnen ziehen und schafft die Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden, was für so ein Auto in der Größe schon wahnsinnig schnell ist. Das Auto kostet dann $49.900. Das Topmodell, das ist dann nochmal deutlich teurer, 20.000 Euro, um genau zu sein, also kostet dann eben 70.000 Euro. Und das kann 6,3 Tonnen ziehen. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist in Deutschland. Ich weiß nicht, was man maximal ziehen darf mit einem normalen Führerschein. Kann dann aber auch 800 Kilometer weit fahren, also muss noch eine deutlich größere Batterie haben, weil das ist ja doppelt so viel als das Hecktriebler-Modell. Das ist schon wieder dann sehr, sehr wahnsinnig, soll aber auch erst gegen Ende 2022 kommen. Die anderen Modelle waren, glaube ich, für... Ach so, die sind tatsächlich schon ab Ende 2021 verfügbar, also in einem Jahr. Krass, das ist ein straffer Zeitplan. Ich bin so gespannt, das ist echt wahnsinnig. Die Autos werden auch an den neuen Superchargern Version 3 dann laden können und mit 250 kW laden können. Also man kriegt da auch wirklich die Batterie wieder sehr, sehr schnell voll. Gerade wenn man dann so einen Anhänger zieht, der auch auf der Webseite zu sehen ist, sieht ziemlich fett aus. Dann braucht man natürlich auch doch hin und wieder mal ein bisschen mehr Strom, weil da geht die Reichweite dann ziemlich runter, bin ich mir sehr sicher. Bis zu 6 Personen können mitkommen, also 3 vorne, 3 hinten. Wahnsinnig. Ich weiß nicht, Leute. Sagt immer, wie findet ihr die Zahlen? Wird dieser Wagen wirklich so kommen oder ist das ein Marketing-Gag? Also alle Medien, die ich bisher gelesen habe, schreiben, das ist jetzt einfach der Tesla Cybertruck.
Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also das wäre echt krass. Und wie gesagt, gerade diese Sicherheitsfragen mit dem Panzerglas, was Elon Musk da vorgestellt hat, mit dem Edelstahl außenrum, finde ich sehr, sehr fraglich, ob das wirklich so kommen wird. Danke fürs Zuschauen. Das war einmal mein Video zum Cybertruck. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis denn. Ciao.